Na. Ja, also ich habe es bis jetzt immer noch nicht geschafft, mich zu duschen. Ich habe gerade eben noch was gegessen, quasi mein zweites Frühstück. Habe ich auf den Mittag verlegt. Wir haben jetzt irgendwas mit 13 Uhr. Auf jeden Fall lege ich mich jetzt noch ein bisschen was hin. Dann gehe ich noch gleich kurz zu meinem Bruder. Jalisha, dort, Amelia heißt sie. Nicht Jalisha, Amelia, meine Nichte. Ja, die malt ein Bild für mich. Ja. Bin ich mal gespannt. Freue ich mich schon drauf. Ja, ansonsten. Ja, wir haben gerade eben einen Kommentar gelesen, von wegen, das würde wohl fetzen, wenn ich halt irgendwelche Sachen drüber rede, über Interviews und so weiter und dies und das. Und ich habe ja schon ein bisschen so angefangen. Bis jetzt habe ich nur was von Flair gesehen gehabt und ja, über MC Boogie kann man sich unterhalten. Aber ich persönlich, ja, wie gesagt, feiere Boogie schon seit fast 20 Jahren. Bin auch seit, ich glaube, ich habe 2002, 2003, habe ich heute Morgen noch meinem Bruder erzählt. Da habe ich das erste Mal Internet gehabt, also bei mir in der Wohnung halt. Und die erste Community, die ich dann so hatte, quasi so, das war halt mit Mucke, war Agro-TV halt. Darüber lief dann erstmal alles. Und darüber kam das ganze Zeug. Und Royal Bunker halt. Royal Bunker, das war auch eine Seite, die habe ich halt, ja, da konntest du halt Tracks runterladen. Die hatten dann welche for free gestellt. Von KIZ, Geldessen zum Beispiel. Das war da gewesen. Da konntest du for free runterladen. Reimen und Zeilen. Auch einer, der nicht so wirklich bekannt ist, aber der auch halt quasi so seit Anfang 2000 so dabei ist. Und ja, was daraus geworden ist, so aus Royal Bunker, wie gesagt, so ich meine, das ist heute wohl, ich glaube, Sido und Savas, die hatten da letztens ein Interview noch gehabt. Die haben sich dann getroffen gehabt im Bunker und ist auf jeden Fall halt nicht mehr so wie früher und ich finde, sowas muss es halt geben. Ja, halt Veranstaltungsorte für Jugendliche. Musik machen oder Graffiti tanzen. MC Boogie sprach das auch an in seinem Podcast an. Von wegen, dass das Tanzen halt irgendwie halt so ein bisschen so aus der Mode gekommen ist. Ja, also viel, du siehst viel in Rap, siehst du immer halt irgendwie mit Autos und Geld und weiß ich nicht, was weiß ich. Aber richtige Tanzeinlagen oder so, diese von den Leuten nie, weißt du, so. Und das ist halt ein bisschen schade, weißt du, so. Und das könnte halt mal ein bisschen gefördert werden, finde ich. Ja. Ich tanze auch noch mal gerne vor. Ich habe da ein paar Videos hochgeladen und könnt ihr gucken. Schon ein bisschen Freestyler gemacht. Ja, ansonsten, wie gesagt, und ja, wen gibt es noch? Ja, Bushido halt. Ja, von Animus, so, ich meine, das ist halt, keine Ahnung, das ist halt so, das ist halt, fängt das halt so an mit diesen Labels halt, weißt du, so von diesen Sternchen-Labels auf gut Deutsch, weißt du. Ja. Das ist halt kein Untergrund mehr. Das ist halt Marktsache halt, weißt du, so. Und also man merkt auch, also die Texte waren gut, ich habe mir das Lied angehört, aber so wirklich besonders war es nicht, weißt du, so. Und ja, zum Ohrenschmaus, zum Lachen halt. Aber ja, mal gucken, was Bushido noch für die Zukunft macht. Ich verlasse mich eigentlich auf den, dass er wieder was macht, was gut ist. Davon bin ich überzeugt, dass wieder die Wende kommt. Ja, dass Bushido nicht nur Asi bleibt und irgendwas dahin rotzt. Auf gut Deutsch. Animus, wie gesagt, ist nicht so. Also, ich habe den damals schon bei Flair. Der Flair hat ihn ja zu sich geholt gehabt und dann war da diese Badewannenszene und konnte ich mich nicht mit anfreunden und irgendwie mochte ich die Stimme nicht und hat irgendwie nicht so gepasst. Jetzt auch dieses Aggressive an dem, passt dem auch irgendwie nicht so. Ich finde den, also ich kann, wie gesagt, manchen Rappern halt genauso mit den Masken halt, weißt du, so. Ne? Ich kann manchen Leuten halt gar nichts mehr abnehmen, weißt du, so. Und vor allen Dingen so das Rap-Game ist halt. Ist halt so, dass ja, viele halt einen auf G machen, auf Gangster, und dabei eigentlich halt gar nichts sind, ganz normale Menschen, ja, die halt auch ihre Problemchen haben und
Vielleicht sind solche wie du und ich, die von der Stütze leben oder von der Rente, von der geringen. Ja, die haben zwar ein bisschen mehr Einkommen und so, aber pff, wie gesagt, die haben halt für andere Probleme und so. Und das ist dann halt wieder, was so, da sage ich dann so, safe. Ja, 5 Minuten wieder vollgerotzt. Ich bin wieder voll stolz. Ja, ich versuche jetzt meine Dusche zu nehmen, Alter. Hab ich jetzt mal irgendwie Bock drauf. Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche euch was. Peace.